Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Witcher 3. Wir haben beim letzten Mal Philippa Eilhard gerettet. Wir haben es geschafft, Dijkstra dabei nicht umzubringen. Obwohl es mir schon ein bisschen den Finger gezuckt hat, ehrlich gesagt. Und heute reden wir mal mit Triss über eine Statue. Genau, und ansonsten haben wir auch noch ein paar andere Quests bekommen. Da werde ich dann gleich mal reingucken. Genau, es ist sozusagen der Endspurt gerade in Richtung Ende der Hauptgeschichte. Wie gesagt, danach geht es direkt nahtlos weiter mit Hearts of Stone und Blood and Wine. Damit ich das nicht vergeige, die auch zu spielen, aber es ist dann erstmal psychisch so ein bisschen ein Abschluss geschafft und das ist doch sehr motivierend. Ein ganzer Tag verschwendet. Ja, Geralt? Als du in der stinkenden Hecke warst und ich aus dem Nichts aufgetaucht bin, was hast du da gedacht? Ganz ehrlich? Oh nein, nicht der schon wieder. Dachte ich mir. Du warst nicht leicht zu finden, weißt du. Du hattest dein Gedächtnis wieder und Yennefer gefunden. Da habe ich gedacht, ihr beide... Aber meine Amnesie hat nichts geändert. Ich wollte mit dir zusammen sein. Vorher, nachher, die ganze Zeit. Das weiß ich jetzt. Schau mal, was ich hier habe. Artefaktenkompression. In diese Figur ist jemand eingeschlossen. Willst du sie dekomprimieren? Natürlich. Wer den Zauber gewirkt hat, hat den armen Tropf sicher vergessen. Ich glaube, es ist ein Soldat. Das werden wir bald wissen. Komm mit. Ich kenne einen Platz, an dem die Wände keine Ohren haben. Es ist alles bereit. Gehen wir an die Arbeit. Hier ist es ja ziemlich gruselig. Stimmt. Sieht aus wie das Versteck eines Vampirs. Darum können wir auch sicher sein, dass uns hier niemand stört. Gib mir die Figur und tritt zurück. Versuchen wir, die hier zu dekomprimieren. Kann ich helfen? Ja. Sei still und versuch mich nicht zu stören. In Alan, Dauna Aes. Werde ein Zerkaser! Eure Sinde, wen ich hier hinne. Esse Punt. Wer bist du? Woran erinnerst du dich als letztes? An einen Berg. Eine Schlacht. Ich habe eine Einheit befehligt. Da war eine Zauberin mit Haar wie Feuer. Sie hat einen Zauber gewirkt. Die rechte Flanke sollte die Schildträger angreifen. Die rechte Flanke hat aber nicht angegriffen. Und die Zauberin war Lita Nate, auch als Koralle bekannt. Ich war auch da. Das ist vor langer Zeit passiert. Schießere. Du bist erschöpft. Das ist normal nach Kompressionen. Ruh dich aus. Ja. Das sollte ich. Wenn du dich erholt hast, geh zu Botschafter Vaatre. Der hilft dir bestimmt. Viel Glück. Das war interessant. Und anstrengend. Puh. Jetzt ins Bett fallen und schlafen bis ich aufwache. Man schläft meistens, bis man aufwacht. Außer man wacht nie wieder auf. Das ist dann scheiße.
Okay, genau. Staatsräson. Da treffen wir uns mal mit Dijkstra, Roche und Tala am Lagerhaus. Und schnappen uns hoffentlich endlich, wie heißt er, nicht Volltest, sondern ach, den anderen halt. Wie hieß denn gleich? Ich glaube, ich habe mich bepisst. Radovid, genau. Radovid der Gestrenge. Dieser olle Fanatiker. Warum so eilig, mein Prinz? Der Pfeil geht halt eindeutig weiter geradeaus. Da vorne ist ein Tor. Natürlich gehe ich da vorne geradeaus durch. Ich versuche natürlich den Weg abzukürzen, weit möglich. Im Prinzip bin ich ein Auftragsschläger. Hör auf damit, du machst mich ganz nervös. Wenn man es mal so betrachtet. Was gibt's da noch zu überlegen? Fesselt den Bastard! Er wollte mich ermorden! Lügner, das hängt. Was ist denn hier los? Wo liegt das Problem? Verdammt, noch ein Anderling! Ihr seid überall! Ruhe! Wir erledigen das schnell! Ich hätte einen kleinen Hexerauftrag für dich. Willst du? Kleine Aufträge sind üblicherweise nicht lukrativ. Dieser schon, keine Sorge. Du musst ihn aber schnell erledigen. Diese beiden Idioten haben mich schon genug Zeit gekostet. Sie teilen sich ein Lagerhaus. Da ist ein Monster aufgetaucht. Aufgetaucht? Einfach so? Du hast es da eingesperrt, damit es mir die Rübe abreißt und du dich an meinen Waren vergreifen kannst. Spinn hier nichts zurecht. Mir egal, wer hier einen Ghoul oder eine Striege auf wen gehetzt hat. Das Biest muss weg, ganz einfach. Und was meinst du, Hexer? Gut, ich kümmere mich darum. Kommt nicht in Frage! Anderlinge! Die stecken unter einer Decke! Diese beiden beweisen doch sicher, dass es gar kein Ghoul ist, sondern meine liebe Oma Selig. Ich habe seine Visage nicht deutlich gesehen, aber jetzt, wo du es erwähnst... Maul halten! Sonst schicke ich euch Inspektoren ins Lagerhaus, sobald das Monster weg ist. Das wird nicht nötig sein. Ja gut, da... ist es nicht sicher. Tötet das Monster. Gehen wir mal kurz rein. Mach das mal nebenher, ne? Necker. Oh Gott, ist ja putzig. Komisch. Necker sind selten alleine unterwegs. Jemand hat es in einem Käfig gehalten. Die Stäbe sind durchgesägt. So ist es entwichen. Also war es wohl in der Tat ein Angriff. Und? Hast du das Biest erledigt? Ja. Und? Hast du herausgefunden, wie es dahin gekommen ist? Ich habe einen Käfig gefunden. Darin hat jemand einen Necker gehalten. Die Gitterstäbe waren allerdings durchgesägt. Dann wollte jemand, dass er entkommt. Wer von beiden war es? Ich habe keine Beweise gefunden. Niemand will Beweise. Wenn keiner gesteht, sperren wir sie beide wegen Behinderung der Nachforschung der Tempelwache ein. Danke für die Hilfe. Hier ist dein Lohn. Auf geht's. Ja, bestimmt hätte ich Beweise finden können. Hexer Geralt. Komm rein. Der Boss wartet oben. Erzählst du uns endlich, worum es hier geht? Sobald Geralt, falls er denn kommt. Verdammt. Wenn du die Klappe nicht aufmachen willst, schenk wenigstens eine Runde ein. Die Spannung dörrt mir die Kehle aus. Ja,
Ja, ich muss nochmal kurz hier ein bisschen looten, weil mir ist aufgefallen, ich habe keine Lebensmittel mehr. Das ist alles nur Alkohol. Hexer, endlich. Jetzt, da wir alle versammelt sind. Versammelt und am Arsch. Warum hast du uns gerufen? Raduvid sitzt auf seinem Schiff, da kommen wir nicht an ihn ran. Ich hab's dir gesagt. Schluss damit. Ich weiß, wie wir ihn an Land ziehen können. Aber zunächst bekennen wir unsere Sünden. Ich habe Philippa Eilhardt in unseren Plan eingeweiht. Asche auf mein Haupt. Super! Scheißverdammt super! Na, na, das ist keine Katastrophe. Die Frau Zauberin wird den Mistsack wohl kaum warnen. Außerdem will sie uns helfen, ihn umzubringen. Ich wäre mit sowas natürlich nie einverstanden. Aber Phil hat mich inspiriert. Nennt sie meinen Husen. Inspiriert zu was? Geduld. Wir sind noch nicht beim Kern der Sache. Geralt, entsinne ich mich richtig, dass Raduvid dich angeheuert hat, um Philippa zu finden? Du bist neugierig. Das geht mir auf den Sack, klar? Weiß ich. Vergib mir. Es liegt am Beruf. Nein, du bist kein Spion mehr. Schon vergessen? Du hast deine Verbrecherkarriere eingeschlagen. Nein, die Entscheidung haben andere für mich getroffen. Philippa hat mich gezwungen, aus Redanien zu fliehen. Raduvid hat mir die Rückkehr verweigert. Was für eine traurige Geschichte, Dijkstra. Sie bricht mir das Herz. Aber könntest du bitte wieder zur Sache kommen? Ja, gewiss. Geralt, wärst du so gut und würdest die Frage beantworten? Hat er dich beauftragt? Ich habe aber nur ihr Versteck gefunden. Worauf willst du hinaus? Wir können Philippa einspannen, ohne sie einzubeziehen, wenn du mithilfst. Raduvid erwartet, dass du ihn aufsuchst und über sie informierst. Du musst nur ihren Namen nennen. Andeuten, dass du eine Spur hast, die du verfolgst. Oh, das wird er schlucken. Haken, Schwimmer und halbe Rute. Nehmen wir an, Raduvid beißt an und glaubt mir. Und das ist durchaus nicht sicher. Was dann? Du sagst ihm, dass du Philippas Versteck gefunden hast. Irgendwo, wo wir gut eine Falle stellen und zuschlagen können. Ideen? Brücke zur Tempelinsel. Beidseitig bebaut. Viele Winkel und Durchgänge. Einfach vom Rest der Stadt zu isolieren. Guter Einfall. Ich teile meine Männer auf. Die Hälfte ans eine Ende, die andere ans andere, zum Tor. In der Mitte wartet Wes mit einer gut geölten Armbrust. Siehst du, Geralt? Wir wollen sonst nichts, als dass du Raduvid zu einem Spaziergang einlädst und zur Brücke bringst. Den Rest erledigen wir. Was sagst du? Ich bin dabei. Aber was dann? In der Stadt wird es einen Aufstand geben. Vielleicht sogar Panik. Wir brauchen einen Ort, an dem wir untertauchen können. Darüber habe ich schon nachgedacht. Erinnerst du dich an Madame Irinas Theater? Das steht leer. Niemand schaut da rein. Thala und ich warten dort auf euch. Ihr wartet auf uns? Euren Hals wollt ihr also nicht riskieren? Darum geht's nicht. Dijkstra und ich haben scheißverdammt viele Vorzüge. Aber wir taugen zu Kämpfern so viel wie zu Schönheitsköniginnen. Keine Sorge, Geralt. Meine Leute sind kampferprobt. Die machen das schon. Du musst ihnen nur den König bringen. Ich tue, was ich kann. Wo liegt sein Schiff denn gerade? Gerade um die Ecke im Hafen von Novigrad. Und um deinetwillen hoffe ich, dass er gute Laune hat, wenn du vorbeischaust. Die Brücke muss frei sein. Dafür sorgen meine Jungs schon. Die Wachen beim Tempel. Was ist mit denen? Kommen die nicht angeschissen? Nebenquest. Staatsräson. Kampf sehen? Nicht, wenn man sie ordentlich bezahlt. Was? War das gerade Backkartoffel und da war ein Brot abgebildet? Habe ich das gerade richtig gesehen? Philippa? Was zur Hölle machst du hier? Geralt, frag nicht, wenn du die Antwort kennst. Das wirkt dämlich. Ich belausche euch natürlich. Mit großem Interesse.
und gewissem Erstaunen. Und was genau erstaunt dich? Deine Blauäugigkeit. Glaubst du wirklich, dass Raduvit auf so einen plumpen Trick reinfällt? Raduvit hat den Verstand verloren. Der denkt nicht mehr rational. Darum kann es durchaus sein, dass er beschließt, dich zu foltern, selbst wenn du mich in Ketten vor ihn schleifst. Einfach so. Philippa, warum sagst du mir das? Machst du dir solche Sorgen um mich? Ach was, weil ich es für wichtig halte, dass Raduvit stirbt. Meine Hilfe willst du nicht, aber ich werde tun, was ich kann, damit du es wenigstens nicht versaust. Hier, nimm dies. Ein Ring. In den Rubin ist ein redanischer Adler graviert. Er hat Wesimir gehört. Raduvits Vater. Gib ihn Raduvit, dann glaubt er vielleicht, dass du mich erwischt hast. Er könnte dir sogar vertrauen. Und wo ist der Haken? Es gibt keinen. Philippa, ich kenne dich zu gut. Du hast immer einen Plan und immer mindestens zwei Eisen im Feuer. Diesmal gebe ich mich mit einem zufrieden. Solange Raduvits Kopf draufsteckt. Viel Glück, Geralt. Du wirst es brauchen. Ja, ich glaube, die Frau ist ein bisschen angepisst. Habe ich so ein bisschen im Gefühl. Ups, falsche Taste. Arr. Ja, Han, Fiddle, Diddy, being a pirate's alright to be, do what you want, cause a pirate's free. Ja, he is a pirate. Solange ich nicht auf See bin, kann's ruhig schicken. Scheiße, das juckt. Die verdammte Hure hat mich mit was angesteckt. Ja, gut, ne? Das ist halt so ein bisschen dein Problem, ne? Wie war es bei Witcher 1? Meine Eier jucken. Das amüsiert mich immer noch zu sehr. Dass du da so random an NPCs vorbeigehst und die halt das raushauen. Im Regen kostet's das Doppelte. Ja. Auf dem Friedhof kostet's gar nichts. Denk mal darüber nach. Geralt, was willst du? Eine Audienz. Ich habe neue Informationen über Philippa Eilhardt. Ich muss deine Waffen behalten. Folge mir. Eure Majestät, der Hexer mit Neuigkeiten über Philippa Eilhardt. Hoffentlich hast du diesmal etwas Besseres dabei als magische Kristalle. Ich weiß, wo sie ist. Vielleicht. Oder du willst mich reinlegen, wie die anderen. Welche anderen? Weißt du, es geht das Gerücht, dass ich Informationen über Eilhardt mit Gold aufwiege. Da an Dummheit und Gier niemals Mangel herrscht, standen die Leute schon bald vor dem Schiff Schlange. Zuerst kam ein Jäger. Er brachte mir eine tote Eule ohne Augen. Dachte, dass ich ihm glaube und ihn mit Gold überschütte. Ich ließ ihn blenden und mit einem Stein am Hals über Bord werfen. Dann kam der Postmeister von Ochsenfurt. Der behauptete, einen Brief von ihr zu haben. Natürlich gefälscht. Dem ließ ich die Finger abschneiden. Er wird nie wieder schreiben. Ach, und seine Zunge. Die gesprochene Lüge ist nicht weniger verwerflich. Ich muss nicht erwähnen, dass sich der Rest der Schlange rasch auflöste. Ich bin Fachmann und habe einen Ruf zu verlieren. Ich müsste dumm sein, mit leeren Händen herzukommen. Der Ring meines Vaters. Damit hat Philippa ihre Dekrete signiert, um sie als Wort des Königs auszugeben. Wo ist sie?
Vor eurer Nase, Herr. In Novigrad. In einem Haus auf der Brücke zur Tempelinsel. Warum hast du sie nicht hergebracht? Dazu müsste ich sie einfangen. Ich habe sie nur aufgespürt und zum Beweis den Ring gestohlen. Hast du Angst vor ihr? Nein. Ihr wollt sie selbst umbringen. Eigenhändig. Das weiß ich. Du kommst mit mir. Ruprecht, hol die Männer. Wie viele, Herr? Alle. We'll be right back.